Willkommen zurück zu Französisch für Fortgeschrittene. Es ist wieder mit dabei der Marcel. Zizi. Zizi und selbstverständlich der Jonas. Guten Tag. Your English is very good. Gracias. Yes, of course. Es fehlen ja eigentlich auch nur noch 734 Stöcke. Ja, ich frage mich, warum ich gerade Bäume fälle. Weil es Stöckchen gibt. Hast du an ein Schiebestock gedacht? An einen Auto? Auto. Ja, hier steht hier eins bei mir. Ich hatte nämlich vorher noch eins hier hingebracht, bevor ich dann dachte, wir gehen jetzt in die Hölle. In die Hölle? Bevor wir in die Hölle gehen, dachte ich, hau ich den Schiebestock mal dahin, weil ich nach der Nacht vergessen, dass wir in die Hölle wollten. Gut. Kann ich mal endlich diesen Stoff? Danke. Grundsätzlich können wir nämlich mal die Autos mit Stöckchen vollballern. Ballerballer. Emanuel, du erinnerst dich an Landwirtschaftssimulator, müssen wir auch mal wieder spielen, fällt mir gerade ein. Da gibt es so diesen kleinen Pickup Lizard, gell? Also nicht den großen, sondern den kleinen. Wenn irgendjemand in der Welt so ein Auto zu verkaufen hat, schreibt es mal in die Kommentare. Möchtest du so einen haben? Ja, für den Garten. Ja, lecker. Okay. Nicht? Ja, also ich meine, hat bestimmt jemand in der Welt. Bestimmt auf dem Fernseher zuschauen, einfach mal schreiben. Schreibt. Wer schreibt, der bleibt. Wer schreibt, der bleibt. Wer sein Moped liebt, der schiebt. Deswegen, ja, also so als Zweitfahrzeug, als für den Garten, kann man doch so einen Pickup fahren. Ich habe einen Stock gesammelt. Fehlen nur noch 734. Ja, ich komme gerade mal mit einem der Autos vorbei. Damit wir schon mal... Gibt's auch Stockautos? Ja, da können wir Stöcke reinhauen. Egal, wer jetzt Hunger hat oder nicht, kommt dann mal zum Feuer. Ich habe da gerade was reingeschmissen. Wie es verdirbt. Ja, dann würde ich wissen. Da habe ich ja nicht nachgedacht. Jonas, wo bist du? Wir müssen uns mal auf Pimperresten eine schöne Feuerstelle raus. So, ich bin hier gerade hier unten. Ich jetzt gleich auch. Hallo! Ich muss mal kurz ins Haus. Kann man Steine drauflegen? Kann man auch Stöcke drauflegen? Ja, klar. Ja, das wird doch lustig. Ich bin ganz kurz AFK, ich stehe im Haus, ich muss mal ganz dringend Pipi Sand Mayonnaise. Pipi Sand Mayonnaise. Pipi Sand Mayonnaise, genau. Das ist jetzt neu von mir, Rackelwin. Product Placement. Pipi Sand Mayonnaise. Aber jetzt mal, also Pipi Sand Mayonnaise ist auch ein bisschen eklig. Ja, das ist, wenn du so reingerührt ist, dann wird die Mayonnaise so leicht gelblich. Und du sagen dann Senf dazu. Ist französisch Pipinés. Oder einfach ich muss jetzt mal hast du den Wagen weggenommen? Den Wagen, da steht er noch da. Ja, du hast ihn umgeparkt. Da, wo wir standen. Nee. Da standst du doch. Nee. Also, ich stand eben noch viel weiter oben. Ja, dann habe ich den da hingefahren, weil wir hier Stöcke geholt haben, oder? In der Nähe quasi. Nicht Internet, sondern in der Nähe. In der Nähe. Wir müssen übrigens... Eigentlich müsste man ein paar Mal jetzt außerhalb des Streams in so Aufnahmen wach bleiben. Ein paar Mal schinken? Die wach bleiben, also schlafen gehen. Warten, bis man wieder schlafen gehen kann. Damit mal so... Das spannender zu gestalten. Nee, damit mal einfach ein paar Bäume wieder nachwachsen. Weil das ist ja... Jetzt renne ich durch den Wald und sammle Stöcke. So langsam ist ja hier nichts mehr da. Hier passiert. Die sind wohl etwas daneben geflutscht. Das kann ich. Wäre jetzt voll? Ich glaube, ne?
Ich kann vorhin nicht Stöcke sehen, wo ich hinlaufe. Komm lassen, noch ein Stück rechts, genau, weiter, 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 rückwärts, rückwärts, noch, und jetzt kannst du wieder vorwärts. Aber jetzt musst du mit dem Wagen runterfahren, oder? Kannst du ihn da dran bammeln? Nee, das ist leider, also das ist halt das Coole an diesem Bauplan, den man tatsächlich in einer der Höhlen finden kann. Das Beschissene ist, dass wir jetzt 20 Mal vor uns durchlaufen müssen wieder. Ah, nein! Was macht denn, du flogst gerade 20 Mal durch die Gegend? Ich bin schon wieder über so einen Blaubeerbusch gefahren und schon wieder ist das Ding explodiert. Wie ja, sagst dir? Diese Büsche sind... Ein Blaubeerbusch explodiert. Mann, ey. Pass nicht durch die Tür. Sind zu dick. Jetzt hätte man natürlich gleich noch ein paar Stücke mitnehmen können. Ich hab noch welche mitgenommen. Ich nicht. So klug war ich nicht. Aber ich tue erstmal schnell Federn lassen. Diddle, diddle, die. Kann man eh eigentlich gedrückt? Nein, kann man natürlich nicht. Gracias. Gracias. Muchachos. Buenos dias. Buenos dias. Muchachos. Komm hier, ich baue mal einen so einen Steinsammler hier schon mal für dich. Hier Steine schon mal reinballern, ist doch auch schon mal was. Das ist doch schon mal was, Jonas. Ja, für den Garten. Können wir schon mal Steine reinlegen. Hier liegt noch ein Lurch. Er hat keine Haut mehr. Du musst nachher unbedingt nach grauen Grassamen suchen. Ich sehe auch schon vor mir, wie die Nachbarn... Ihr Garten, ihr Rasen ist verdorrt. Nein, der ist grau. Ja, sagen wir doch, der ist verdorrt. Wer hat denn hier Arme hingehängt, bitte? Ich. Und verkohlte... Und verkohlte Fische. Ist das eben. Jetzt noch irgendwo ein Fisch drin? Nee. Zack, so. Verbrannter Lurch. Da muss wohl Moschi gekocht haben. Oh toll, jetzt fängt es hier schon wieder an zu regnen. Blick für diese Tür. Bring mal den zweiten Wagen auch mit, ne? Jo. So, geht nicht... da keine Steine drauflegen. Wieso? Ich... Doof, ne? Bevor ich wieder über so einen Busch fahre und schon wieder... Ich habe echt Angst vor diesen Büschen. Das zieht einfach mal 50% der Gesundheit ab. Denkt die Spalte auch manchmal. Was? Ja, genau. Ich wollte den Stein da reinlegen. Danke fürs Gespräch.
sieht, der erinnert mich ein bisschen an der lila Launebär von den Doofen. Ja. Baby. Da kommt was her, immer wenn man von den Doofen spricht. Ja. Ja, bitte. Was ist denn hier jetzt los? Ja, wir haben von den Doofen gesprochen. Ja. Bin auch gleich da. Durch den Wald. Der eine macht den anderen kalt. Ich meine theoretisch. Theoretisch, Jonas. Ja. Ganz theoretisch, ne? Und wir zwei dann weitermachen. Natürlich auch noch ein bisschen weitermachen und schon mal die 700 Stöcke fertig sammeln. Und das ist nicht ganz so langbeinig. Das Baumaterial schon mal fertig bauen, was wir hier geplant hatten. Ja. Das wäre zumindest, also das von mir aus können wir das ja gerne machen. Ich muss nur nachher irgendwann gucken, ob es grau ist. Also grau ist Gras. Werde dich daran erinnern. Während wir Landwirtschaftssimulator spielen, werde ich dich daran erinnern, dass du graue Grassamen haben wolltest. Also das Gras muss am Ende grau sein. Die Samen sind mir scheißegal, wie die aussehen. Ja. Können meinetwegen auch lila sein. Ist mir Jacke, Hauptsache ich habe am Ende graues Gras. Wir reden schon, also wir reden ja auch von. Warum liegen hier so viele Stöcke rum? Ich meine, ich freue mich, aber. Jetzt auf einmal, gell? Also ohne, dass ich was abhacken musste oder sonst was, liegen hier einfach. Das liegt daran, dass ich die übrig gelassen habe. Ich glaube, das kann nicht sein. Das sind jetzt schon 18 Stück. Kannst du sehen, wie schlampig ich einsammle? Wie viele kann man nehmen? 20. Den? Wenn du den Sack hast, dann 20. Tschut. Wo ist denn der zweite Wagen hin? Ich fahr den gerade runter. Ich bring mit den zweiten. Ersten. Okay. Wie dann feuern oder was? Ach da. Ich weiß schon, wie mein Wagen schief. Nee, warte mal. Der ist noch lange nicht voll. Nein, ich wollte ihn zu dir bringen. Flick. Voll? Nee, voll ist ja auch noch nicht. Okay. Komm ich jetzt da runter? Mit Wagen gar nicht, glaube ich. Also höchstens so ein bisschen umständlich, aber glaube ich schneller. Ich bin ganz ehrlich, na gut, wir haben halt die Nacht, das ist das Problem. Wir haben was? Die Nacht. Welche Nacht? Na generell, sonst könnte man die Wand nochmal wegnehmen. Was willst du mit der Wand? Welche Wand? Dann kannst du mit dem Auto wenigstens weiter reinfahren. Ach so, das meinst du. Aber es macht keinen Sinn, weil wir haben Nacht und wir haben. Oh, ich habe hier einen Höhleneingang gefunden, an dem wir schon waren. Noch nicht waren. An dem wir definitiv noch nicht waren. Ja, da weiß ich ja, was wir machen, ne? Positiv. Positiv. Beziehungsweise das könnte der Höhleneingang sein, an dem wir waren, als weil hier stehen so ein paar aufgestellte, genau, wo wir rausgekommen sind zwischendurch. Ja, hier sind so viele von diesen Flugzeuggästen. Platz 22a. Wobei, er hat meine Liste jetzt gerade erst aktualisiert, das heißt theoretisch das Handy klemmt hier auch drin. Wird's bei euch auch dunkel? Mhm. Ich glaube, ich sollte mal irgendwie. Ach, hier. Hier haben wir auch noch einen. Meinst du zurückkommen? Ich muss mal mich auf den Weg machen, glaube ich. Hilfe! Habe mich verirrt. Stehen noch so viele Bäume eng beieinander. Ein Stückchen hier und ein Steinchen da. Lalalalalala. Oh, der Wagen ist auch voll. Ja, wir sind jetzt auch mitgenommen. Bietet dir Gleitschutz. Das ist nett. Du musst mich vor allen Dingen beschützen vor bösartigen Blaubeerbüschen. Oh! Official Chops. Scheiße. Hi.
ja, ein bisschen spät gelesen. Jonas! Ja? Hat nicht funktioniert. Ah, das ja, war ein YouTube-Chat. Bei mir hat irgendwie das Overlay auch deaktiviert. Ah. Auch der YouTube-Chat, der kam bei mir ein bisschen später an, tatsächlich. Naja, also komm, eine Minute Reaktionszeit. Zwei. Schade, offensichtlich. Was schrieb er denn? Smiley? Smiley traurig, noch trauriger Smiley. Warum schrieb er das? Ich weiß es nicht. Also im... Oh Gott. Und Hi, I'm Blightman and I'm Blightful. Das schrieb... ja. Ching. Was bauen wir zuerst fertig hier, diese ganzen Gestelle? Mach mal hinten den kleinen Korb fertig, weil dann haben wir auch von jedem Ding irgendwas. Hier in der Ecke. Hab ich doch, glaube ich, auch schon fertig gemacht, oder nicht? Na, den Dingskorb. Den. Also den Stockkorb? Ach so, den Knochenkorb. Ja. Knochenkorb habe ich vorhin schon fertig gemacht. Okay, dann müssen wir. Aber hier ist noch ein kleiner Korb mit. Eigentlich alles fertig haben. Warte. Diese Runde. Fertig. Das ist der Fallkorb. Ach, der Pfeilkorb. Mit ans Feuer, Hilfe. Tsching. Schon wieder so kalt hier. Oh, Steine können wir hier auch gleich reinballern. So, dann ist die Reihe schon mal fertig. Hier fehlen noch 6. Aua. Wo fehlen 6? Zweite Reihe. Zweite Reihe, zweiter von rechts. Ja, hier 6. Zack, fertig. Sehr schön, sehr schön. Das mit Blattman noch nicht verstanden. Blattman und 3 Loot Kaffee. Okay. Komischerweise, ich weiß nicht warum. Ich muss mich mal hier ans Feuer stellen. Gucken. Nö, seltsam. Das mit den Loots scheint irgendwie nichts mehr. Aber was meint er mit Blyatman und er ist Blyativul? Das irritiert mich. Blyat ist russisch. Ja. ja. So, mal ein paar Blaubeeren geschnabuliert. Wollen wir pennen? Wenn wir können, dann ja. Wir können. Okay. Ich, warte. Ich renne hier hin. So. Gute Nacht. Gute Nacht. Nach die. Aber ich drück doch. Achso, jetzt. Sehr schön. Ah. Oh, cool, eine Echse. Mach die hier. Oh, ich muss sagen, ich bin. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch. Ich meine, ich hab ja. Das, ich war ja skeptisch wegen dem Platz, den ihr ausgesucht habt, ne? Yes. Meine. Ein was? Ein Splittelstück. Ein Wasserhase. Ein Wasserhase? Das ist ein ganz seltener, den musst du unbedingt am Leben lassen. Das verkohlte Stück gegessen. Idiot. Was kommt von den Loots? Ein Loot, okay. Und von den... Herr Blyatman? Bin ich ganz irritiert. Oh, ich muss auch echt... Es ist ungewohnt, also die Leute schreiben einfach sehr selten im Chat. Deswegen ist der... Nee. Das mit den BuildXpand Defend. Naja, also das ist ganz komisch. Die
schicken Chat-Nachrichten in meinen Namen quasi, um Werbung für sich selbst zu machen. Oder ja, die Spiele. Machen aber irgendwie... Lassen sie die Nachrichten, die andere versuchen über Loot in den Stream zu schicken, nicht durch. Und haben mir auch bis jetzt noch tatsächlich kein Loot zugesprochen, also keine Vergütung. Deswegen habe ich vorhin gemeint, an und für sich eine schöne Sache. Aber ich muss das wohl mal wieder deaktivieren. Weil wenn die nur Werbung über uns raushauen... Wenn wir nichts davon sehen oder haben, ist das ganz schön doof. Ich habe mal ein Regal voll gemacht mit Alkohol, Medizin und Soda. Ich hatte die schon ansortiert, hast du das gesehen? Selbstverständlich. Ah, perfekt. Vervollständigt. Also, und hast du direkt ignoriert, dachte ich. Ja. Ich vervollständigt und Beine sind fertig, Jonas. Boah. Oh ja, ich habe hier ganz viel Scheiße reingeworfen, die man weg musste. Sehr schön. Schön wäre es natürlich noch, verdammt. Wenn wir noch Rehen hier für euch gefunden hätten, ne? Wegen Flasche. Also, auch Flasche. Echsen brauchen wir nun wirklich nicht mehr, da haben wir drei Ständer voll. Was ist das für ein Wetter? Das habe ich jetzt erst gesehen. Ist alles Echsen heute oder was? Das sind alles Echsen heute. Okay. Also Echsen brauchen wir wirklich nicht mehr. Ich habe auch momentan am Körper alles voll mit Echsenhaut, bis auf eine Tarnrüstung. Also ich habe vier von den Mutantenviechern und ansonsten nur Knochen. Und mit dieser Wahnsinnsnachricht. Ihr Jungs, komm mal zusammen, komm mal zusammen. Was? Komm mal her. Es ist soweit. Jonas? Alter! Mutti! Gib's ein Cola. Alter, du hast einen Vogel erlegt. Den hol ich mir. Wie geil ist das denn? Wo liegt der Piepmatz? Hier, ich hab'n. Schön. Schön, da oben sind Federn. Jetzt hängen ja Federn da. Komm her! Wer sich mit der Nase fängt, darf sich was wünschen. Ich. Okay. Hör auf jetzt mit dem Dynamit hier! Bist du verrückt? Was? Wo hat er. Alter! Was machst du? Das ist ja geisteskrank. Sehr schön. Und mit dieser explosiven Nachricht verabschieden wir uns aus dieser Aufnahmesession, würde ich sagen, ne? Weil der Moschi muss ja gehen. Genau. Jonas und ich werden jetzt im Stream noch ein bisschen das Häuschen hier fertig bauen. Ja. Soweit es geht. Also nicht wundern, wenn ihr das nächste Mal seht, dann auf YouTube. In den Folgen. Merkt euch 516, es werden beim nächsten Mal wieder 516 Stöcke dastehen. Ja, wahrscheinlich. Total. Wenn nicht sogar 5016. Wenn wir da irgendwas gebaut haben, was wir niemals fertig kriegen werden. Richtig. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da. Ein Follow. Und ansonsten reingehauen und wiederschauen. Ne? Tschüss.